dieser Ausstellung zeige ich in erster Linie meine Fotografien, die entstanden sind zu den Typologien der Bechers, Bernd und Hiller Becher, die in den 50er bis 70er Jahren die Fachwerkhäuser des Siegerlandes fotografiert hatten. Und ich zeige eine Bildstrecke, wie diese Häuser heute aussehen und wie ich es fotografisch kommentiere. Es gibt die Fotografien der Bechers aus den 50er bis 70er Jahren in einem Stil, den nennen wir heute modernistisch. Bei den Bechers wirken die Gebäude eher sachlich, bei mir verträumt. Ich habe von 2004 bis 2019 für das Museum für Gegenwartskunst in Siegen als Museumsfotograf gearbeitet und in dieser Zeit hatte unser Stadtbaurat gemeinsam mit dem Stadtmarketing und dem Museum die Idee, man müsste den Menschen doch mal zeigen, was sie da eigentlich haben. Und so wie wir die Häuser aus den 50er bis 70er Jahren bei den Bechers kennen, so sehen sie heute gar nicht mehr aus. Und so entstand ein Flyer, ein Stadtrundgang für einen Bereich, wo ich die Aufnahmen machte, 2015. Und in 2020 kam die Pandemie und mein Plan zu reisen zerbrach. Ich musste zu Hause bleiben und widmete mich dann so den Becherschen Fachwerkhäusern. Diese Bilder zeigen nicht den Niedergang dieser Häuser, sondern die Verwandlung. Und man kann sie eben auch bildnerisch verwandeln.